ist der. Ist das der gechillte Kater? Nee, ist Lok-Lok-Führer. Oh, schade. Ah, so viel Arbeit. Meine Klauen werden schon ganz stumpf, aber das Bad macht alles wieder gut. Ich wünschte nur, meine Freunde könnten auch hier tigern. Die Arbeit in sich noch die Schwänze ab. Das ist so toll zum Entspannen, auch wenn man sich das Fell nicht so ganz nass macht. Aber perfekt ist es, wenn man noch etwas zu essen dazu hat. Wie etwa ein gedämpftes, natürlich gar gemein. Mit so einem Ei in meinen Pfoten würde ich glatt wieder den Umfragen arbeiten gehen. Wenn ich doch nur irgendjemand hätte, der mir da mir aushelfen könnte. Eins besorgen würde. Zwinker, zwinker. Okay. Noch jemand? Oh. Hi, Boy. Willst du mich jetzt noch fragen oder nicht? IMW, willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Oh, du bist auch wegen deines Fußballs hier. Komm, sei nicht schüchtern. Einfach rein, er taps einfach rein entspannt. Ich dachte, er macht Tapsen. Ich bin Fremdenführer in Lok-Lok, sagst du mir jetzt, nachdem du mir eine Aufgabe gegeben hast. Und ich führe Neuankömmlinge herum. Hier ist die wunderbar heiße Quelle. Wir sind fertig mit der Rundkurs. Ich bin jetzt gerade hier, um den Tourismus anzuketzeln und mehrere Besucher anzulocken. Es wäre echt schnurrig, wenn du vielleicht eine... Ach, vergiss es, niemand mag meine Umfragen. Wir sind eine Stadt mit historischer Bedeutung. Die Kampagne muss also episch werden. Ich hab's. Eine Quest. Hilf mir, und ich gebe dir dafür eine Spezialität aus Lok-Lok. Eigentlich ist es ganz einfach. Garu hat mir gerade schon gesagt, bring mir welche und ich werde auf dich ewig anschnurren. Wirst du mein Diener werden? Diese schnurrhaare leckeren Eier. Wenn ich wissen, wo deine egal. Brauche ich jetzt unbedingt. Für die Kampagne natürlich. Miau. Ja, ja. Ganz natürlich. So. Bis auf das Lager. Wir haben's geschafft. Endlich. Wir sind einmal durch. Nach wunderbarer Stunde 10 können wir die erste Quest machen. Erst die Arbeit, dann die Erklärung. Kennt man nicht anders. Ja, natürlich. Und dann nochmal Arbeit reinhauen. Doppelt hält besser, gerade bei den Eiern. Gar nicht mal so falsch. In jedem beliebigen Kontext. Hi. So, wir haben neue Quests. Viele neue Quests, auch auf Queststufe 2, habe ich gehört. Eine. Liefere 10 Supersprossen ab. Das machen wir jetzt nicht. Ich würde gerne irgendeine Quest machen, wo es Action gibt. Irgendeine. Kizu zum Beispiel. Ich weiß, wir hatten hier auch noch Quests mit dabei, die jetzt die dringenden Quests triggern. Wo letzten... Oh, Gott, das ist nice. Wo jetzt letzten Endes irgendwas dann kommt, wo es halt wirklich sinnvoll ist. Das hat mich so verwirrt, dass welche Frau in meinem Zimmer steht. Kenne ich gar nicht. Aber gut, also wo halt dann große Monster kommen, die wirklich richtig, richtig groß und wir die zusammenschlagen können. Die würde ich eigentlich gerne als erstes machen. Ich habe nur vergessen, welche das sind. Deswegen gehen wir los und schlagen den Rathalos zusammen. Warum? Weil es Spaß macht. Wo wir zur Standardfrage kommen. Zuschauer, welchen Stil darf ich mir gönnen? Ihr habt die freie Auswahl. Ich habe natürlich im Kopf, was jeder Stil macht und kann jeden gleich gut. Deswegen... Und nur deswegen dürft ihr es aussuchen. Und nicht etwa, weil ich die Stil noch nicht gut genug kenne, um irgendeine Präferenz irgendwo zu haben. Niemals. Wir sind schon gut ausgerüstet. Das liegt daran, dass wir beim letzten Mal halt den Gamow zusammengeschlagen haben. Da noch Leggings. Nee, Gamow tatsächlich nicht mehr Leggings, weil kurz vor dem Gamow glücklicherweise mein Upload fertig war und dann der Stream wieder so verlieb. Langschwert-Konter. Nee. Hihihi. Witzig, ja, aber nein. Wir bleiben beim Hammer. Es geht mir um den Jagdstil, nicht die Waffe. Weil, andersrum. Ja, genau, doch, Jagdstil, nicht die Waffe. Übrigens, das kann ich auch hier ändern, ne? Genau, haben wir gerade gelernt. Ich persönlich würde wahrscheinlich Konter beim Rathalos nehmen, weil ich das gut kann. Schade, beim nächsten Mal wieder. Keine Sorge, Lore. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht verwechselt. Schläger würde auch passen, weil ich meine, was jetzt mit dem Hammer machen, außer zuschlagen. Also würde ich wahrscheinlich einfach... Wir könnten einfach den Rathalos zeigen, dass wir... Ich kann die Stile hier nicht wechseln. Natürlich nicht. Dass wir der wahre König des Himmels sind und nicht etwa er. Wenn es Einwände gibt, bitte jetzt. Ansonsten schieße ich gleich 3 Kilometer in die Höhe. Gut, wir haben ungefähr 3 Sekunden Verzögerung. Ich warte mal noch ein bisschen.
Aber wir rüsten schon mal Luftkampf aus und die Paar-Taktik. Wir haben die Jäger-Oase. Nein, die Jäger-Oase. Wichtiger Unterschied. Legt ein Gerät auf den Boden, das einen Nebel aussprüht, der deine Gesundheit wiederherstellt. Okay, du musst da dran sein, dass wir erstmal Sinn. Massen kombinieren. Von einem berühmten Schützen erfunden. Verbessert Effizienz und Erfolgsrate bei Kombination von Objekten. Du hast mehr Objekte in kurzer Zeit. Das brauchen wir auf jeden Fall beim Dauerschandung. Burgmauern. Eine besondere Medizin, die den Körper hart wie Stahl macht. Verteidigung stärkt. Ich baue Mauern auf. Reduziert die Rückschlagschutz aktiv. Dafür ist aber Sprinten nicht möglich. Wow, toll. Trainer mit Meteor 2. Der geschwungene Hammer gewinnt in dieser Angriffsserie noch mehr Wucht, die in einem mächtigen Abschlussschlag gipfelt. Mit deinem richtigen Zeitgefühl rammst du den Monster deinen Armer genau zwischen die Augen. Und Typhoon aus Wizard 2. Ein geschwungener Hammerangriff während der Drehung zum Schwung aufnehmen. Steigt dein Angriff um 2 Stufen. Was? Drücke dann X zur richtigen Zeit, um einen Aufwärtshaken zu machen. Ja, hier kommt Trainer Meteor. Genau zwischen die Augen ist immer da, wo ich treffen will. Gerade beim Rathalos. Hier ist ja auch keine Einwände, dass wir Rathalos zeigen, dass wir besser fliegen können. Dann passt das doch. Auf geht's. Das war eine Stufe 5 Quest, ne? Zumeist Rathalos. Inselfieber. Denn vor allen Dingen, das ist für unseren wunderbaren Freund, den voll entspannten Kater. Den Kater, den du gerne hast. Provozieren! 1. Wäre eine Option gewesen. Aber ich habe ja eh nur 2 Katzen, die die ganze Zeit tot sind, weil sie keinen Bock haben, irgendwo rumzulaufen und eigentlich nur sterben wollen. Haben keine Motivation mehr, sind Standardstudenten. Daher, geht das, glaube ich, auch so. Ach ja, wir haben ja einen Ex. Ich habe, wie gesagt, vorhin Ultra Hardcore aufgenommen. Und es ist immer so entspannt, wenn du ein neueres Spiel spielst, einfach halt einen extra Jagdbeutel für die Jagd hast. Und dass du halt voll mit Metall hier rumlaufen kannst. Das ist einfach super. Dass ich im Vorhinein drüber nachdenken muss, dass du ja weniger mitnehmen musst, um dann mehr mitnehmen zu können. Weniger ist gerade in Monster Team Unite manchmal mehr. Okay, Rathalos, wir sind zum ersten Mal hier. Ich nehme an, du spawnst entweder mit einer Sequenz, wo du Abnotovs umhaust oder Abderos oder irgendwas anderes mit A halt. Oder aber oben in der 8. Okay, hier nicht. Das war. Wir gehen einfach den kompletten Schlängelweg zur 8 durch. Gucken einfach in jedes Gebiet rein. Und nicht vergessen, wir brauchen auf jeden Fall eine wunderbare Farbball. Wir wollen nicht, dass der Typ hier wegkommt. Wenn der einmal mir aus den Augen verloren ist, geht über ihn fliegen. Safe 8. Ja, ja. Denke ich auch. Ich meine, das macht halt auch Sinn, dass der. Wobei bei Ratian macht es mehr Sinn. Ich kann mir halt auch die 3 noch vorstellen. Es ist halt das Problem, dass das so Rathalos gefühlt überall hin kann hier. Bei sowas wie Lange Jagd ist das leichter, weiß, okay, Wassergebiete, Schluss. Wobei auch das haben sie Generation Ultimate erweitert, dass er bis da hinten laufen kann. Ich höre da Wind. Hier ist auch nicht. Ich könnte auch irgendwann mal anfangen, Sachen abzubauen. So Farben for the Win und so. Ah, nee, jetzt wird's einfach. Wir gucken einfach nur mal ganz kurz rein. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass wir den nicht wissen, wo er ist und dann, oh mein Gott, nein, wo kann er nur sein, die 3 übersehen haben. Okay, Safe 8, alles klar. Wir hätten eine Umfrage starten können, wenn ich das schnell machen könnte. So, wo denkt ihr, wer er ist? Kann man bei Gewinnern bei Umfragen Punkte verteilen? Er ist nicht in der 8! The fuck? Hat er keine Sequenz? Wir haben auch gerade, wie es aussieht, tatsächlich keinen, Ballon, wo wir winken könnten. Wait, what? Okay, jetzt bin ich überfragt. Einzige Lösung ist, es hat keine Sequenz. Nur in dem Fall hätten wir jetzt nicht. Ich meine, wir waren in jedem Gebiet, wo er gerne sein kann. Wir waren literally in jedem Gebiet, außer der 4, weil es da nur Ärzte gibt und das unterirdisch ist. Ja, dann ist dann der 8 gespawnt und schon weggeflogen. Das war der Wind, den ich gehört habe. Es war leider nicht das himmlische Kind, sondern tatsächlich der Rathalos, der den Hammer gespürt hat, die Schmerzen schon langsam bekommen hat. Und ich dachte, ah, hier muss ich weg, das wird gleich wehtun. Irgendwie schon so, das rechte Auge angefangen zu zittern bei ihm. Passiert einfach. Oh mein Gott, da war er. Okay, alles klar. Wir waren ein bisschen zu langsam, das ist in Ordnung. Wo ist, da ist der Schatten. Das sieht mir fast nach der 2 aus. Danke, danke Bodrome. Ich wollte eh gerade schneller laufen. Da ist auch so ein kleiner Schutz von hinten immer genau das, was man braucht. So, und tschüss.
Ja, unter. Oh mein Gott, der Abnotopf wehrt sich. Er greift an. Abnotopf setzt Tackle ein. Ach, schade. Es war sehr effektiv, nehme ich an. Übrigens seht ihr mein Item-Box rechts unten gar nicht. Ich fällt mir gerade mal auf. Die Kamera steht scheiße. Ah, belastend. Wir sollen die mal woanders hinstellen. Ich musste für, Triangle Strategy Game hieß es ja. Dass der Name immer noch nicht sinnvoll ist, finde ich immer noch doof. Alter! How to not hit the Radalot 1.1. Dankeschön. Immerhin der Flügel. Und eigentlich gehe ich einfach nur entspannt auf den Kopf. Ich meine, ja, ich will den Torten mit Luftkampf, aber ich kann auch erstmal einfach nur zusammenschlagen. Ich glaube, das ist einfach noch mehr Torten. What the fuck? Wo sollte das denn hingehen? Der Boden. Er hat mich beleidigt. Auf jeden Fall. Trust me. Ich habe das Gefühl, dass ich mit diesem Stil nicht sinnvoll den PowerPoint machen kann. Und ich glaube, mein Gefühl lügt gerade gar nicht mal. Ja, yep. Okay. Good to know. PowerPoint wurde mir weggenommen. Das heißt, ich muss... Oh mein Gott. Wie beschissen ist Luftkampf für Hammer dann? Zumindest für die Hit- und Run-Technik. Kannst du ja jetzt mal machen. Ja. Mache ich gleich. Ich meine, gerade mich am Reiten. Wenn du einmal am Reiten bist, ist doof, wenn du plötzlich aufhörst. Ne, würde mir jeder wahrscheinlich zustimmen. Deswegen ziehen wir das kurz durch. Hau ihn noch einmal um, wenn wir jetzt einmal hier vor ihm stehen. Und dann mach ich das. Wir wissen ja eh... Easy, Bitches. Wir wissen ja eh, wenn man gerade dabei ist, oder wenn man gerade nicht hinguckt, dann greift das Monster einen auch nicht an. Völlig klar, völlig logisch. So, alles klar. Dann, warte, müssen wir erstmal weggucken. Wichtig. Nur wenn er weiß, dass wir ihn nicht sehen, nur dann greift er uns nicht an. So, völlig entspannt bisher. Feuerball ging daneben, habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich das Monster ja nicht sehe. Zack, easy. Und wie Sie sehen, nicht einmal getroffen. Roll, 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 roll. Okay. Weil die Kamera ihn automatisch anvisiert hat. Goddammit! Kacke. Wäre die Kamera nicht hingegangen oder wäre der Kamera nicht in mein Kamerabild, der Ratz hat sich mein Kamerabild geflogen, dann wären wir nicht angegriffen worden. Und am Anfang hat es gut funktioniert. God fucking damn it. Ich habe ihn gekillt, ohne Punkte auszugeben. Ich habe ihn auch nicht gekillt, das geht zumindest. Scheiße. Nein! Ich erinnere mich nur, warum ich weder eine Nuzlocke-Change noch Ultra Hardcore streamen wollte. Wegen dir. Nur wegen dir. Oh Mann, ich war so sicher, dass da kurzzeitig nichts passieren wird. Und dann beim Umschalten ist mein Bildschirm einfach für 2 Sekunden länger schwarz geblieben. Ach, dammit. Ist egal. Wir mussten ihn doch unbedingt vorher wütend machen, ne? Wäre sonst langweilig gewesen. Ey, nee! Geh halt. Oh, König der Lüfte. Ja, Angriff, Angriff. Wie? Ich springe hoch genug, wa? Oh, das ist ein Herzchen, was er mir geschenkt hat. Toll, alles vergeben und vergessen bei so einem Herzchen natürlich. Oh, das leuchtet nicht mehr immer nur rund. Das passt sich jetzt tatsächlich der Form an des Gebietes. Das ist mal was Neues. Was ziemlich Cooles. Random Fact, den man wahrscheinlich nur beim 100. Part mitbekommt. So, Feuerball. Guck mal, Sprung in... Wow. Guck mal, ich bin vorbeigesprungen. Ich werde, das kannst du nicht. Ja, ab und zu frage ich mich auch, warum meine Grundaussagen so doof sind. Komm mal ganz kurz her. So, dann. Scheiße. Man hätte vielleicht doch nicht einen Luftkampf gegen den König der Lüfte. Nein! Lass das! God fucking dammit, niemand mag dich! Und auch wenn ich zum Anbeißen bin, musst du da nicht unbedingt einmal rein was stecken. So, nicht vom Feuerball getroffen werden. Das macht er erst auf High Rank, alles klar. So, Candy Gold, mein Freund. Du bist der Einzige, der noch hier ist. Ich bin aber auch nicht gut genug, um zu treffen. Fucking hell. Okay, gut. Abnotop ist hier. So, kann man da noch abspringen? Können wir nicht. Schade. Oh mein Gott. Ich erinnere mich an das erste Mal mit Bogen Luftkampf spielen, wo alle meinten, bitte, bitte mach nie wieder Luftkampf. Der ist aber so witzig, auch wenn ich ihn sinnlos benutze. Aber er ist trotzdem geil. So, komme ich da ran? Scheiße. Mein Hammer ist so klein. Story of my fucking life.
Hier wird es tatsächlich ganz gut. Wenn man das mit dem Schwanz ganz gut hinbekommt. Wait a second. Dann kann man da tatsächlich ganz gute Sachen machen. Okay, gut. Apropos gute Sachen. Lass mal ganz kurz nicht sterben. Weil ich bin schon einmal gestorben. Doppelt. Ich mag ihn. Rathalos, mich. Ah, Luftkampfstil. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich mag den Luftkampfstil auch, aber Leute mögen nicht, wenn ich den Luftkampfstil einsetze. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Oh, shit! Weil man einfach so random losspringt, ist das halt auch immer normal. Oh, shit! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Easy, Orblet! Das musste genau so sein. So und nicht anders. Okay, warte, er bleibt gerade stehen, dreht damit die Ohr. You spin me right round, baby, right round. Das hat funktioniert. Okay, und jetzt fällst du um. Warte, wir können das gerne nochmal machen. Jawoll! Oh mein Gott! Epic Style activated! Ach, geht schon. Okay, nice. Wenn man einfach mal Glück hat, dann läuft es. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. So. Problem ist, dass er jetzt nach 2-3 Schlägen wieder umfallen wird. Aber hey, was soll's. Das können wir ja günstig nutzen. Egal. Umso guter. Ja, umso guter. Dann können wir jetzt nochmal den raushauen. Wenn ich nicht ganz täusche, solltest du genau jetzt umfallen. Wenn ich treffen würde. Nein. Schade. Sehr schade. Der Wille war da. Und der Call war anwesend. Jetzt? Okay, immerhin. Das war der Treffer. Wir müssen das trotzdem machen. Ansonsten geht die K.O.-Leiste wieder weg. Und das kann ich mir gerade nicht leisten. Die Frage ist, ob der den vorhin umgehauen haben und sich angezeigt wurde. Oder wieso der überhaupt flach lag. Das war ein Treffer. Das war ein Treffer! Toll! Deine Nachbarn mögen dich safe. Auf jeden Fall. Also 10 von 10, die lieben mich. Wobei ich habe schon ein paar Mal nachgefragt, ob die mich tatsächlich hören oder nicht. Bisher war die Aussage immer nein, darauf habe ich mich versteift und wurde deswegen zunehmend lauter. Ich weiß immer noch nicht, ob sie tatsächlich mich nicht hören. Oder einfach nur sagen, nein, nein, wir hören dich nicht, damit halt das Kind, was immer mal wieder schreit, gebalanced wird. Nach dem Motto, okay, gut, er muss unser Kind ertragen, also müssen wir ihn ertragen. Manche Leute sind ja so gepolt. Und dass sie einfach nicht sagen wollen, nee, nee, wir hören dich, du bleibst eh gleich stehen. Das weißt du, oder? Also ich lag nicht falsch in dem Moment. Übrigens lieben mich noch mehr, wenn ich gerade Dark Souls aufnehme. Ich will Stream sagen. Da ist safe noch mehr. Wo bist du hin? Ah, du bist weggeflogen. Natürlich. Ich muss mich kurz andunken, um danach wegzurennen. War klar. War absolut klar. Das ist immer das Problem. Wenn ich Leute frage, hört ihr mich oder irgendwas nachfrage, so habt ihr das mitbekommen, als dort und immer davon ausgehen, dass es ein Angriff ist oder so. Und ich eigentlich wirklich nur wissen will, muss ich mich verbessern oder verändern, damit es einfach mehr besser läuft. Ich meine, ich will ja keinen Nachbarschaftsstreit anfangen. Wenn die mir sagen würden, oh, das war gestern aber wieder laut, dann würde ich halt dann leiser sein für 2 Tage. Aber nein. Das tun sie ja nicht und das macht es umso schwieriger. So, Rathalos, ich habe einen coolen Plan. Er hat nicht funktioniert, aber hey, was soll's. Kann ja nicht jeder Plan aufgehen. Oh, fucking hell, Feuerbälle. Jetzt aber, come on. Ach, scheiße. Rathalos, dein Schwanz ist nicht dick genug. Was soll das denn? Du stellst die Frage einfach falsch. Okay, wie soll ich sie dann stellen? Oh, yes. Oh, yes. Oh yes! Überkopf! Er ist immer noch nicht umgefallen. Belastend. Sehr, sehr Brustkorb-belastend. Mehr oder minder. Okay, wir können nochmal rein. Ich meine, wir müssen immer noch den Luftkönig zeigen, wer hier der wahre König ist. Und da muss natürlich ganz oben mein Name stehen. Und ich komme an den Kopf nicht ran. Weil es auch so schwierig ist, so ein 3 Meter großes Monster zu treffen. Das muss man aber mal so sagen, wie es ist. Okay, es war ein Kopftreffer. I'm highly impressed by myself. Come on, come on, come on. Ach, shit. Ich schätze meinen Hammer so viel länger ein, als er eigentlich ist. Bitte nicht klippen, bitte nicht klippen. Sonst muss der Scheiß wieder ins Best of Clip rein. Ins dritte Switch Clips, Best of oder so. Bisher habe ich nach jedem größeren Stream-Event mit Andreas
immer ein Best-of-Clips gemacht von Twitch. Weil die an sich immer sehr tief gut angesammelt haben, wenn man so 100 Stunden irgendwas gestreamt hat. Ich meine, wir haben 100 Stunden Monster Underworld gestreamt, bam, Clips Best-of. Wir haben 100 Stunden Total War gespielt, bam, Clips Best-of. Das ist ein scheiß Name, muss ich irgendwie anders nennen, kann ich nicht aussprechen. Wir haben über 100 Stunden Divinity gestreamt, ratet mal, was kommen könnte. Weil so viele Clips gar nicht kamen, Großteil der Zeit über. Aber egal, was soll's. Hi Ratterlüsschen, bleibt mal kurz da stehen, weil es immer auch aus dem Nachhinein, wenn die 3 Minuten füllen können oder nicht. Ich höre eure scheiß Kitty ständig, dann hört ihr mich doch safe auch, wenn ich rumschreie, oder? Das Interessante ist, ich höre es tatsächlich sehr, sehr selten. Also wenn ihr alles still ist und ich selber nicht schreie, dann höre ich es. Wait a second. Ich habe das Problem für mich erkannt. Aber wenn es eh die ganze Zeit schreit und ich auch schreie und das Problem ist, man hört es nur, wenn keiner schreit, na passt es doch. Dann schreien wir einfach beide weiter und sind beide fröhlich. Und zumindest das Kind kennt meine Stimme noch nicht. Habe ich letzte Nacht erfahren. Wait a second. Habe ich letzte erfahren, als ich aus meiner Tür rausgekommen bin und vor dem Kind stand und es meinte, wer ist denn das? Zumindest kann es mich noch nicht mit der Stimme zuordnen. Ich dachte ja schon, dass es einfach so eine tiefe, innigliche Bindung zu mir bekommt, weil es meine Stimme die ganze Zeit hört. Das ist wohl nicht passiert. Shit. Ganz ruhig. Mach das einfach mal nicht. Ich wollte gerade nicht zweimal sterben. Danke der Nachfrage. Einmal sterben reicht völlig. Oh, Titel meines Buches. Also wenn ich mal ein Buch mache, neben der Monster Hunter Knicke, die wir lange nicht mehr weitergeführt haben, leider, wäre es wahrscheinlich, wenn ich sterbe, dann bitte nur einmal. Also einmal sterben reicht. So, viel besser. Ich höre euch, es geht genau. Nicht? Na sowas. Dann ist euer Bike lauter als ein Gamer. Krass. Nein, ich höre es tatsächlich teilweise nicht. Kann daran liegen, dass ich schlechtes Gehör habe, weil ich immer so häufig schreie. Das ist die andere Option. To be fair. Worum es hauptsächlich geht, ist tatsächlich, ich höre hohe, schrille Töne. Und man hört die Leute, wenn sie gerade im Treppenhaus sind. Die Tür ist sehr, sehr undicht auf jeden Fall. Aber die Wände sind erstaunlich dick gemacht. Zumindest die Wand. Die Wand da, wo es zu meiner Küche geht, ist Pappmaché. Nichts anderes. Ich habe da einen Schrank hängen. Und ein Poster. Als ich das Poster reingedrückt habe, ist die komplette Wand mit runtergekommen. Nein, das nicht. Aber beim Schrank tatsächlich, da ist einfach reinbohren, ist einfach nur Pappmaché. Nichts anderes. Das ist so eine DDR-Wand. Oh, wir brauchen mehr Räume hier. Wir bauen Wände. Machen wir die Wände aus Beton? Na. Wir haben noch Zellulospapier rumliegen. Das reicht völlig. Okay, Meister, wenn Sie das sagen. Und genauso wurden die gebaut. Und das ist scheiße anstrengend, aber es ist halt so. Du kannst da nichts reinhauen. Gar nichts. Selbst ein Glory Hole wird mit jedem Mal größer. Habe ich von einem Freund erfahren. Okay. Ratlos scheint ins Gebiet unter der 8 gegangen zu sein. Nee, da kamen wir her. Wo ist der schon wieder hin? Du benutzt einmal keinen Farbball und das Ding vanished vom Planeten. Komplett. Ich weiß nicht wie oder wieso. Übrigens, da auf dem Treppenhaus ist es wirklich sehr, sehr laut. Also, teilweise muss ich mir keinen Wecker stellen für 7 Uhr, weil ich weiß, dass, also jetzt wieder, dass die 7 Uhr in den Kindergarten gehen und da das Kind immer irgendwie Radau macht. Also, wo ist die Mama? Ich will zu meiner Mama. Du bist nicht die Mama. Oder wenn die Mama da ist, Mama, wo ist Papa? Ich will zu Papa. Was soll das denn? Dann geht die ganze Zeit so. Eines Tages hat es mich tatsächlich geweckt, indem es an meiner Tür geklopft hat. Also mehrfach. War die Mama wahrscheinlich gerade drin und hat, keine Ahnung, Schuhe angezogen oder so. Oder der Vater, weiß ich nicht. Und das Kind hat sich Spaß gemacht, so schädenmäßig. Für eine Stunde an meine Tür zu klopfen. Gut, es waren 15 Minuten. Aber nach 5 Minuten war ich dann halt wach. Also wirklich wach. Oh, siehst du mich zum ersten Mal, ne, Ratalos? Wie man elegant an dem Ratalos dreimal vorbeischickt und wo man genau in ihm drin steht. Eine Kurzzeitlektüre. Oh, das war ein nicer Schlag. Das war kacke. Das macht sich besser. Okay, warum muss man auch Zeiten des auf dem Boden liegen des Gegners nutzen? Wir sind ja hier voll und ganz für faire Kämpfe. Natürlich nehmen wir diesen fairen Kampf mit. Nur wenn der Ratalos steht, schlagen wir ihn auch fröhlich zusammen. Übrigens gut, dass mein Ausweichen auch jetzt einfach dreimal so weit ist, weil ich halt diesen Sprung noch hinten dran setze. Hat es gereicht? Hat gereicht. Okay. Übrigens, ich sterbe immer noch ganz oben auf meiner Devise. Er hat Hunger, der Kleine.
Das ist doch mal was Feines. Und ich müsste eigentlich mal schärfen, ne? Ha, ich habe getroffen. Oh, ich fühle mich so gut. Endlich mal wieder. War ja lange her. Okay, wenn du jetzt eh gerade stehen bleiben willst, mach das doch gerne einmal sinnvoll. Und hauen Sweetie. Oh, mein Schätzchen. Mein Sweetie-Schätzchen. Ich konnte einfach nicht widerstehen, einmal nicht reinzuhämmern. Ich hoffe, du verstehst es. Und ich darf es nachher mal wieder machen. Jawohl! Nächster geiler Ritt, Narathalos. Wer ist hier der König der Lüfte? Du ohne Ausdauer oder ich mit meinem geilen kleinen Messer? Kannst du mir nicht beantworten? So sieht's aus. Damit hast du deine Niederlage schon eingestanden. So, du wirst noch nicht tot sein. Der Hammer ist relativ okay. Du sitzt ja da schon längst gehumpelt. Warte mal, man könnte doch hier eine Combo machen, ne? Man könnte das... Oh, er ist tot. Never mind. Dann sollte ich meine inneren Eigenschaften halt doch nicht unterdrücken. Wenn ich mir denke, er ist fast tot, dann ist er wohl fast tot. Auch wenn der Hammer gar nicht mal so stark ist. Ich wollte gerade zeigen, dass ich dazugelernt habe. Dass er nach dem Triple-Schlag noch kurz R tippen kann, damit er nochmal zuhaut und dann weiter den Triple-Schlag machen kann. Aber, naja, man kann halt nicht alles haben. In dem Fall kann man halt nicht zeigen, dass man cool ist. Und tötet einfach so den Rathalos. Die Frage ist, kann man dem Rathalos-Zeug jetzt eine Feuerwaffe machen, um damit den Kiezo zusammenzuschlagen? Oder klappt das leider nicht ganz so geil? Okay, beim dritten Schlag war der Hammer dann lang genug. Der wird mit jedem Schlag länger, Mädchen, Madams, Ladies. Wisst ihr Bescheid? Wenn man weiß, dass man Frauen ansprechen möchte in sexueller Weise... Und der Kopf einfach, Mädchen, als erstes raushaut und du denkst, what the fuck, hören? Das muss ja nun nicht sein. Nice. Gut, noch ein bisschen mal Backpoint gegeben. Schön. Da haben wir zumindest eine Quest heute gemacht. Wir haben es auch schon 22 Uhr, damit ich morgen nicht wieder bis 12 Uhr schlafe. Würde ich sagen, das reicht auch erstmal für heute. Wir haben der geilen Katze geholfen, damit die völlig entspannt. Und völlig gechillt die Wolken beobachten kann. Das mache ich jetzt auch. Ist im Dunkeln nur sehr schwer zu sehen. Oh, wie häufig ich schon einfach aus dem Fenster geschaut habe und mir dachte, die Sterne bewegen sich. Wobei es einfach nur Wolken waren, die drüber gewabbert sind. Ha, verwirrend. Jedes Mal aufs Neue. Nichtsdestotrotz, your fan hat schon beigeschrieben. Bye, bye. Ich darf mich vielmals fürs Zuschauen. Oh, warte, wir haben eines vergessen. Ich kann doch keinen Stream gehen, ohne meine Mufas zu streicheln. Mufasa, wie geht's dir denn? Ich hoffe, dir geht's gut. War meine erste und beste Errungenschaft bisher in dem Spiel. Oh, da kommt deine Mutter und wird richtig eifersüchtig auf Mufasa. Naja, passiert. Ha, schön, dass es ihm gut geht. Das freut mich doch. Und jetzt mit dem schönen Küsschen, den wir dann noch geben müssen. Bleibt mir vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir doch bitte Bescheid und Feedback lieben gerne in die Kommentare. Jetzt, wo die Nuzlocke-Challenge etwas gefailt ist und ich nach langem Suchen überlegen noch kein Pokémon-ROM gefunden habe, keine sinnvolle, oder keinen sinnvollen Weg gefunden habe, machen wir es so rum, Pokémon Rot oder Blau blind spielen zu können, was sehr schade ist. Ich habe da echt lang gesucht, oder Wendell Hearts habe ich auch 3 Stunden heute gesucht, dass ich spielen könnte, was auch blind gegangen wäre, weil ich einfach nur spielen wollte. Hat alles nicht geklappt. Wird jetzt wahrscheinlich für die nächsten paar Wochen erstmal ein bisschen mehr Generated Ultimate kommen, in der Hoffnung, dass wir bis März durch sind. Ich glaube nicht, dass das klappt, zumindest nicht mit dem Hochladen. Vielleicht zumindest mit dem Stream. Werden wir sehen. Weil ich bin schon, wie gesagt, das habe ich vorhin angefangen, ein bisschen gehyped auf Rise jetzt seit der Nintendo Direct, einfach nur durch die Rampage. Ich glaube, die könnte richtig, richtig geil werden. Werden wir dann sehen. Dahin muss ich erstmal umschalten, weil ich hier nicht weggehen kann. Adios, amigos! Und hoffentlich auf Wiederhören! Weiß auch nicht, ob ich, wenn ich jetzt beende, die 3 Sekunden noch nach...